gehen und zu einer juristischen Schlammschlacht werden, aber man hatte jetzt wahrscheinlich gar keine andere Chance mehr. Man musste diese Entscheidung am Ende des Tages so treffen. Wird denn damit gerechnet, dass Herr Sarrazin gegen die Entscheidung klagt? Ja, ist natürlich ganz schwer zu sagen, da hört man hier heute Abend in Frankfurt noch nichts dazu. Aber man kann sich ja mal den Menschen Thilo Sarrazin ansehen. Also wer ihn mal getroffen hat, der erkennt schnell, der Mann weiß, was er tut. Der ist intelligent. Er weiß, dass er provozieren muss, um Aufmerksamkeit zu erzeugen, und der liebt Aufmerksamkeit. Er ist auch ein Mensch, der stur ist. Also ich bin mir ziemlich sicher, man hat ihm mehrfach nahegelegt, freiwillig zurückzutreten, aber das hat er eben nicht getan. Und Thilo Sarrazin ist auch ein Mensch, der sich im Recht sieht, schlicht und ergreifend. Das hat er ja auch mehrfach gesagt. Er habe nur Statistiken neu interpretiert. Der Beruf